Hi Leute und willkommen zurück zu einer neuen Folge Mordheim, City of the Damned. Es freut mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich hoffe, ihr habt noch Spaß. Ich habe gerade was entdeckt, das muss ich euch zeigen. Denn ich habe euch doch schon erzählt, dass die einzelnen Schmuggler-Auftraggeber, eben auch zum Beispiel der Baron, den man ja beliefern muss, einzelne Bonis einem bieten, wenn man regelmäßig liefert, dann steigt auch die Beziehung zu denen, der Ruf. Und ich habe gerade ein bisschen rumgescrollt, habe mir das angeguckt und wenn wir Stufe 5 mit dem erreichen, nein, warte, da unten steht Rang 7. Jetzt bin ich verwirrt, aber das ist bei 5. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie ich das jetzt lesen soll, aber vermutlich kostenloser Anführer. Ach so, ich glaube, wenn wir mit dem Affinität, also Ruf 5 erreichen, kriegen wir Stufe 7 Oger. Das wäre schon mal ziemlich cool. Wenn wir uns mit den anderen beiden verbünden, habe ich nachgeguckt, kriegen wir die zwei anderen Heldenklassen, die es noch gibt für unsere Fraktion. Aber der Oger wäre schon crazy cooler Shit. Aber mit dem jetzt auf Stufe 5 kommen, das kommt mir vor wie ein ziemliches Mammutprojekt. Wir werden es versuchen, aber unsere Gilde ist eine Stufe aufgestiegen. Das heißt, wir können einen weiteren Trupp mitnehmen. Momentan sind noch alle verletzt von unserem Gefolge. Das heißt, wir werden jetzt einfach einen zusätzlichen rekrutieren. So. Jetzt könnten wir hier natürlich den Söldner rekrutieren. Aber der ist leider zu teuer. Geld macht man in dem Spiel am besten, indem man eben Kristalle verkauft. Ich kann aber an unserem Auftraggeber jetzt nur die komplette Lieferung senden. Oder ich verkaufe jetzt eben so einen Brocken an einen anderen Anbieter. Dann laufen wir aber Gefahr, dass wir vielleicht die 75 Geforderten nicht mehr zusammenkriegen innerhalb der... Ah, es ist verzwickt. Ich nehme jetzt nicht den hochleveligen Söldner mit Helm, der echt cool wäre. Sondern stattdessen rekrutieren wir jetzt einfach einen neuen Krieger und werden den ein bisschen customizen, dass der ein bisschen anders aussieht. Wie gesagt, die Customization-Optionen in dem Spiel sind leider sehr begrenzt, aber wir werden versuchen, den so anders wie möglich wie die anderen beiden aussehen zu lassen. Wir haben einen, der komplett glatt rasiert ist und einen mit Mohawk und Bart. Da gibt es noch ein paar Kombinationsmöglichkeiten, die wir noch nehmen können. Seht ihr auch mal das Customization-Menü. Also ihr seht schon überall, wo so Kreise sind. Das bedeutet nicht, dass da noch was hinzukommt, sondern das heißt, nur bei anderen Fraktionen oder Klassen kann man da eventuell was customizen. Bei dem hier nicht. Na gut, jetzt schauen wir mal, was es für Frisuren gibt. Mohawk, Standardfrisur haben wir schon. Glatze ist auch schon vergeben. Es gibt die langen Haare und den Pferdeschwanz, die es für alle gibt, auch für den. Geben wir ihm mal den Pferdeschwanz und dazu... Ich weiß es nicht. Doch, dann kriegt er den Bart dazu. Das sieht doch schon mal gut aus. Leider gibt es, glaube ich, keine andere Rüstung für die. Welche Ärmel haben wir schon benutzt? Ich glaube, die Ärmel Nummer 2 sind noch nicht vergeben. Können wir zumindest optisch ein bisschen eine Unterscheidung treffen? Bei den Hosen weiß ich es nun wirklich nicht. Ich würde auch hier auf die Hosen 2 tippen. Aber da müssen wir mal gucken. Und bei dem Gürtel ändern sich nur die Taschen an der Seite. Ich habe keine Ahnung, was wir da haben oder was nicht. Und das war es auch schon. Die Farbe können wir hier noch, das Farbschema können wir noch verändern. Und das sind alle Customization-Optionen. Und bei den anderen Kriegerklassen sieht es auch nicht besser aus. Das ist leider ein bisschen mager. Aber gut, das ist nicht die Stärke des Spiels, leider. Schade, weil viele Spiele gerade davon leben. XCOM zum Beispiel und so macht es ja sehr gut. Der Reboot. Naja, gut. Wir haben einen, der sich optisch ein bisschen von den anderen beiden abhebt. Das ist schon ganz okay. Der sieht jetzt höchstens... Ach, das ist auch wieder blöd. Der sieht jetzt Sepuluni sehr ähnlich, ne? Vielleicht müssen wir, weil die Frisur, der Bart und sogar die Farbe sind jetzt gleich. Vielleicht müssen wir dann doch den Bartstil bei ihm nochmal ändern. Oder die Haare. Weil guck, die sind jetzt schon ziemlich Zwillinge. Das ist auch nicht perfekt. Er kann wilde Haare kriegen. Und schon sehen die beiden komplett anders aus. Sogar das Gesicht ist gleich. Ach, come on. Naja, okay, gut. Sind doch welche irgendwie aufgestiegen? Haben wir nicht sogar ein Level up? Ja, Markus, der Profi, ist ein Level aufgestiegen. Haben wir jetzt einen Fertigkeitspunkt bekommen? Nö, haben wir nicht.
Gemeinheit. Oder alle kosten 2 oder so. Und wir haben jetzt einen und erst beim nächsten Level können wir eine neue Fähigkeit nehmen. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ist mir auch egal. Okay. So, neuer Truppenmitgliedskerl, dich brauchen wir nochmal. Auch der wird jetzt umgetauft, denn wir haben ja noch einige Patreons, die noch nicht im Spiel vorkommen. So, dann machen wir, wen nehmen wir? Ich nehme wieder zufällig einen von den übrigen. Machen wir den Ahne. Zusatz. Cooler Kriegerbeiname. Havenbruch heißt er vorher. Ha. Dann nennen wir ihn Bierbruch. Oder Bierdeckel. Bierdeckel finde ich gut. Ist auch gleich so eine Referenz an Fallout. Okay. Ausgezeichnet. Neuer Krieger im Bunde. Wir könnten jetzt noch einen für die Revision dazu bestellen, aber ich will jetzt ehrlich gesagt ein bisschen Geld sparen. Und jetzt schauen wir erstmal, wie die nächste Mission ausgeht, weil vielleicht brauchen wir dann ganz dringend wieder irgendjemanden. Ach so, wir müssen erst noch zum nächsten Tag fortschreiten. Für heute haben wir schon eine Kampagne durchgeführt. Also, nächster Tag. Der wahnsinnige Vasi hat sich von den folgenden Verletzungen erholt und steht wieder für eine Mission zur Verfügung. 2 weitere Krieger werden noch behandelt. Ihr habt eine neue Mission von Baron von Leitdorf erhalten und noch 9 Tage Zeit für die Lieferung. Oh. Genau, wir haben jetzt die erste Story-Mission mit dem Schwierigkeitsgrad Brutal. Ich weiß nicht, ob wir uns der Mission jetzt schon stellen wollen. Brutal klingt echt nicht gut. Oh, ich weiß es wirklich nicht. Was sagt ihr? Wollen wir schon eine brutale Story-Mission machen? Wir haben jetzt die Wahl zwischen einer tödlichen Kopfgeld-Mission, eine brutale Rivalen-Mission oder die brutale Story-Mission. Akt 1, Mission 1. Wisst ihr was, dann machen wir jetzt die einfach. Was soll's, YOLO und so. Komm, machen wir die Story-Mission. Wir haben jetzt einen mehr im Bunde. Wir sind jetzt die mutigen... wie viel sind wir? 6. Das schaffen wir. Los geht's. Oh, ich hoffe, das ist eine gute Idee. Hofft ihr auch, das ist eine gute Idee? The quayside is in the possession of the Rat King. If we are to use this area to speed transport of Wordstone to the Baron, the vermin must be exterminated. Only when the last of their foul breed has been driven from the area can we safely begin to use these docks. This will be no easy task. There is no surprising the Ratmen. Their eyes and ears are everywhere. They will be waiting for us to strike. They will have planned their ambush and laid their traps well. You must be cautious as you make your attack, but do not allow caution to make you timid. If we are to have any chance of success, speed is of the essence. The Skaven are a fractious breed, but they will rally together to destroy a common foe. Reinforcements will come swarming up from the burrows of the Ratkin if they think the quayside will be lost to them. The sewers leading to their burrows must be sealed, or there will be no victory for us here. A band of dwarf treasure hunters failed where we hoped to succeed. Fortunately, they left behind a store of blasting powder in great ironwood barrels. Find these barrels and set them at each sewer junction. We can use them to seal the openings and cut off the ratmen from their reinforcements. This must be done if we are to carry the day and make use of the quayside. Okay, lange Rede, kurzer Sinn. Wir sprengen die Kanalisation, damit keine Ratten mehr in die Oberfläche kommen. Die Story-Mission hat nun ein paar Sonderregeln, die ich euch gleich noch zeigen werde. Also, erstens... Hier steht's, aber ist okay. Erstens, die Feinde haben keine Moral und treten nie den Rückzug an. Wir allerdings haben eine Moral und müssen da echt aufpassen. Zweitens, wenn alle Ratten tot sind, kommt Verstärkung aus der Kanalisation. Ich kann also auch nicht hoffen... Au! Was für ein Arsch!
Ich kann also auch nicht darauf hoffen, dass wir einfach mal alle tot kriegen. Das wird auch in der Mission nicht funktionieren. Wir müssen uns jetzt hier möglichst durchkämpfen, müssen Sprengfässer sammeln, müssen die Sprengfässer zur Kanalisation bringen, müssen die an Punkte platzieren, alles in die Luft sprengen und hoffen, dass wir erfolgreich und lebendig hier rauskommen. Kletter mal da hoch, bitte. Und stürz bitte nicht ab. Oh, nein. Was für ein Idiot. Zakorak. Das Klettern müssen wir noch üben. Nee, komm, jetzt schafft das. Ich meine, ich muss gerade reden. Mein Charakter ist nur noch einarmig und kann überhaupt nicht mehr klettern. Okay, fangen wir mal an. Ich hoffe, den kriegen wir klein. Der ist gerade im Fernkampfmodus, das heißt, der wird erst seine Waffe wechseln müssen, was nicht schlecht ist. Das Blöde ist jetzt, dass er sich nicht mehr bewegen konnte, weil er gleich in den Kampf verwickelt wurde. Das heißt, dass hier keiner mehr hochklettern kann an der Stelle. Okay, da läuft einer weg. Haha, heruntergestürzt. Macht nicht viel, 9 Schadenspunkte, sonst nix. Oder er hat sich gerade einen Nahkampfschadensboost geholt. Das könnte böse enden. Ach, come on. Auf einen Schlag so viel Schaden. Ach, sowas nervt, ey. So viel Pech gleich am Anfang der Mission. Ah, da sehe ich jetzt schon echt schwarz irgendwie. Naja, mal abwarten. Trotzdem echt übel. Echt übel. Mann, ey. Was macht denn der jetzt? Können die zaubern? Ich weiß nicht. Irgendwas hat der gemacht. Ich kenne das nicht. Verdorren. Ich weiß nicht, was das heißt. Dammit. Oh Gott, hey, gleich so ein krasser kritischer Treffer von dem. Der ist jetzt, Wyrex ist fast tot jetzt schon wieder. Das ist echt, echt schlecht. Den müssen wir jetzt einfach ein bisschen zurückhalten. Bevor der stirbt und die Moral deswegen sinkt, hält sich der jetzt einfach ein bisschen zurück. Ich meine, hey, der ist jetzt hier im Kampf verwickelt. Das hilft jetzt nichts. Der ist jetzt unsere Priorität. Der muss ganz dringend weg. Und Wyrex bleibt dann einfach hinten. Okay. Wer ist das jetzt? Ach so, genau. Das ist Arne Bierdeckel, der Neue im Team. Der darf jetzt gleich mal seinen ersten Abstauber-Kill machen mit ein bisschen Glück. Das reicht gerade nicht leider, aber gut. Er hat dann den Abstauber-Kill für den nächsten vorbereitet. Vorlage. Okay, und hier haben wir unseren Veteranen, unseren VIP, einen extrem starken Charakter, der sehr, sehr gute und sehr nützliche Fähigkeiten für uns hat und auch so sehr stark ist. Wenn der allerdings stirbt, ist die Mission sofort gescheitert. Den müssen wir beschützen, aber dafür ist er unser Super Chief und ich zeige euch gleich mal eine von den sehr nützlichen Optionen, Aktionen, die er zur Verfügung hat. Zum Beispiel kann ich jetzt auf Befehl gehen. Braucht sehr viel Aktionspunkte, aber jetzt gebe ich Wyrex, T-Rex den Befehl und dadurch führt der noch eine kostenlose Angriffsaktion aus und kann sein Gegenüber töten. Und dann hat er sogar noch 2 Aktionspunkte übrig, die für einen Angriff oder eben eine Überfallhaltung ausreichen. Jetzt ist nur die Frage, jetzt wartet mal, ich gehe mal... Ich bleib mal hier, denn er kann auch Stellung halten. Stellung halten, ich weiß gar nicht mehr, was Stellung halten für einen Bonus bringt, aber ich glaube irgendwas Defensives. Klingt so, oder? Den werde ich jetzt auch mal so wirken, dass oben er betroffen ist von Stellung halten. Steht leider auch keine Erklärung, was das genau bringt. Müssen wir dann jetzt mal, ich wirk's mal. Und dann schauen wir oben mal beim Zakorak, wenn der wieder dran ist, was Stellung halten jetzt genau bringt. Dann geht er noch in Überfallmodus, falls jemand hier runterkommt. Und dann wird es schon. Oh mein Gott, da ist ja noch einer. Oh Mann. Ah, okay, der springt da hinten runter. Auch mal was anderes. Hä, aber hier sind echt ganz schön viele Ratten gleich mal am Anfang. Die schonen einen hier nicht. Ich hätte so gehofft, dass unser Held den jetzt abfangen kann. Hat nicht funktioniert. Der bringt jetzt auch unseren Bogenschützen gleich in eine blöde Situation. Aber den werden wir gleich mal... Ah, come on. Ja, geht gleich mal ganz schön hart los hier. Die schon einen wirklich überhaupt nicht. Kann sich der jetzt lösen? Könnte er, dann kann aber nicht mehr angreifen. Vielleicht gehe ich mal auf Waffenwechsel und wir gehen in den Nahkampf. Und dann hoffen wir,
dass, also im Idealfall kriegt die Ratte Angst, weil sie zwei Gegner hat und will flüchten und wir können noch ein paar kostenlose Zusatztreffer landen. Mal schauen. Einer ist noch am Zug von uns, der kann vielleicht noch irgendwas rumreißen. Also, ein gezielter Schuss auf den da oben, aha. Komisch, auf den da oben könnte ich am besten schießen. Töten kann er niemanden. Aber die Prozente bei dem da oben sind so gut, dass ich jetzt echt auf den schieße. Das kommt mir jetzt gerade fast ein bisschen doof vor. Aber weil der ist halt noch am fittesten. Aber trotzdem, bei den anderen habe ich nur 40% Trefferschuss, bei dem 75. Lieber ein Treffer auf jemanden, der gerade nicht so wichtig ist taktisch, als gar kein Treffer. Zug beenden. Naja, und dann beginnt auch schon die nächste Runde. Oh Mann, ey. Das war schon irgendwie eine schlechte erste Runde. Aber hey, bis jetzt ist von uns noch niemand gestorben. A new round has started. Und dass die Mission hart wird, das wussten wir. Unser Bogenschütze ist gleich der Erste. Wie heißt der Squirkle Sharp Whisker? Auch nicht schlecht. Nicht parieren, sondern ausweichen. Wenn du schon nur eine einhändige Waffe hast, dürftest du nämlich gut ausweichen können. Einigermaßen, 35%. Okay, er wäffelt die Wachse, darf zwar nochmal angreifen, aber verfehlt zum Glück. Sehr gut. Die Waffelgewächste, wechselgewaffelt. Und jetzt Todesstoß. Oh nein, sowas von nicht Todesstoß. Aber naja, ach, come on. Treffen sollte er schon. Hey, ohne Witz, sowas nervt mich einfach. Bei 90% Trefferchance, zweimal hintereinander daneben hauen. Sowas finde ich einfach echt nervig. Sowas sollten Spiele nicht machen. Da soll es so eine Regel geben. Ich meine, es wird alles zufällig gewürfelt und so, da passiert sowas schon mal. Aber ich finde, war das jetzt ein Treffer oder nicht? Da wurde gar nichts angezeigt. Wahrscheinlich nicht. Ich finde, wenn ein Spiel sagt, okay, die erste 90% Chance ging daneben, dann ist die zweite ein 100%iger Treffer, um Frust zu vermeiden, fände ich eine legitime Designentscheidung. So, wir haben jetzt hier unseren schwer Verwundeten und keine Möglichkeit zur Heilung, befürchte ich. Der kann jetzt hier mal plündern. Leider ist hier überhaupt nichts, was wir brauchen können. Was machen wir jetzt mit ihm? Naja gut, er kann noch hier im Kampf hinten ein bisschen mithelfen, oder? Warum denn nicht? Wird schon nicht jetzt ausgerechnet von dem getötet werden. Nur treffen wir halt gut. Und deswegen hasse ich diese Ratten. Ich kämpfe am aller... Also, das stimmt nicht ganz. Ich glaube, dieser weibliche Orden von diesen superschwer gepanzerten Hammerfrauen, vor dem habe ich noch mehr Angst, aber die Ratten sind schon auch sehr nervige Gegner, weil die eben fast nicht zu treffen sind. Lauter so leichte, schnelle, nervige Kerle. Ganz schlimm. So. Ich weiß nicht, ich glaube, der hat keinen Platz mehr. Ich glaube, wir kriegen nicht noch einen Kämpfer um die Ratte, weil, wie ich schon erklärt habe, kann man nicht in den Kreisen um andere Verbündete stehen bleiben. Ja, und er blockiert oben leider immer noch den Aufstieg. Ja, genau. Was machen wir jetzt? Da hinten könnte man noch hochklettern. Dann steht halt er relativ allein irgendwo da vorne. Das weiß ich auch nicht, ob ich das gut finde. Aber gleichzeitig kann er gerade nicht wirklich was Nützliches machen. Wenn ich mich hier durchquetschen könnte, aber das geht nicht. Man könnte versuchen, hier hochzuklettern. Jetzt habe ich leider keine Aktionspunkte mehr. Aber ich bleibe mal hier stehen und mache Überfallshaltung. Falls noch jemand nachkommt, runterspringt, dann kann er in der nächsten Runde immerhin hochklettern. Fehlgeschlagen. Seine Probe ist fehlgeschlagen, das heißt, er greift nicht an. Er hat Angst und verliert seinen Zug. Er hat die Nerven verloren. Okay. Alle von denen, die hier sind, waren schon dran. Alle Gegner waren schon dran. Das ist ziemlich gut. Jetzt passt mal auf. Jetzt könnte ich jemanden nochmal angreifen lassen. Aber wen? Ihn? Ich glaube, der unten ist ziemlich im Bedrängnis. Den oben wegzukriegen wäre ziemlich wichtig. Also macht er jetzt einen Bonusschlag. Er macht pro Schlag nicht besonders viel Schaden, aber mit Kleinvieh und so, ihr wisst schon.
dann natürlich nochmal Stellung halten, obwohl wir keine Ahnung haben, was das eigentlich bewirkt. Ich habe vergessen nachzusehen. Wenn Zakorak das nächste Mal drankommt, dann denke ich hoffentlich dran. Ich könnte nochmal Stellung halten wirken auf die drei da. Was auch immer das bringen mag. Ich hätte es mal so wirken sollen, dass ich auf mich selbst wirken kann. Das wäre vielleicht eine gute Idee gewesen. Vielleicht beim nächsten Mal. Okay, jetzt machen wir den da mal fertig. Reicht nicht ganz, aber der nächste Treffer ist ziemlich sicher der letzte für den. Und einer von uns darf noch, aber erst kommen noch unbekannte Ratten dran, die sich irgendwo tiefer in der Map verbergen. Ah ja, ihn haben wir hier noch. Der könnte nochmal gezielt schießen. Ja, warum nicht? Dann leg dich du mit dem da oben an. Der ist jetzt dein Nemesis. Ach, come on. Nachladen. Und Zug beenden. Nächste Runde. Also jetzt müssen wir erst wieder warten. Aber in so Story-Maps sind die Gegner zum Glück wenigstens meistens nicht sehr agil. Die haben relativ feste Punkte, bleiben da auch. Aber vor jemandem, der 70 Stärke hat, irgendwo ist eine Ratte mit einem Stärkewert von 70. Das ist schon sehr hoch. Das macht mir ein bisschen Angst. Hau sie kaputt! Jawohl! Ausgezeichnet. Das ist wirklich sehr gut. Und wir haben jetzt sogar noch genug Punkte, um die Waffe wieder zu wechseln. Schießen können wir nicht mehr in der Runde, aber okay, immerhin. Ich laufe nochmal hierher. Ausweichhaltung, nur für den Fall. Jetzt hau du mal deinen kaputt. Wie wär's? Ich glaube, noch ein Treffer reicht nicht mal. Das ist echt blöd. Ah, um Haaresbreite leider. Bisschen HP hat er noch. Mist, jetzt stand er gerade, was Stellung halten bringt und ich habe es nicht gelesen. Ah, ein Treffer. Ach, wie schade. Ich dachte, wir kriegen den weg, ohne dass er einen Gegentreffer einstecken muss. Oh, wie gemein. Jetzt schießt er auf den. Den hätte er echt töten können, aber zum Glück ist nichts passiert. Ich hasse die Ratten. Ich hasse die Ratten. Und die Mission hier. Und alles. Oh Mann ey. Loot doch mal. Plündern wir doch mal. Mal schauen, ob der irgendwas Cooles dabei hat. Na, immerhin. Ein Schild. Und Streitkolben. Die Dinger brauchen wir nur für Kopfgeldmissionen. Die sind gerade egal. Und fertig. Und du kannst jetzt mal da hinten rumgehen. Aber wie gesagt, da er wirklich so gut wie tot ist, will ich ihn schonen. Ich stelle ihn jetzt mal so auf, dass er wahrscheinlich nicht vom Schützen attackiert werden kann, dass er aber einen Überfall startet, sobald jemand hier runterspringen würde. Arne, hoch. Los geht's. Erfolg. Sehr gut. Ah, hier haben wir schon die ersten Sprengfächer entdeckt, aber eigentlich wollte ich hier noch mitkämpfen, vielleicht. Ja, gut. Sehr gut. So. Naja, dann haben wir den. Immerhin. Ach so, das wollte ich gar nicht. Ich habe aus Versehen mit ihm eine Suche gestartet. Okay, egal. Chivo, MacAnführington, geh doch mal auch da hinten hoch. Du hast sehr viele Aktionspunkte. Du kommst da ohne Probleme hoch. Der kann auch noch gut klettern. Der ist einfach der King. Kann man hier hochspringen irgendwo? Nee, das ist zu hoch leider. Da müssten wir die Treppe nehmen. Und da reichen dann die Aktionspunkte doch wieder nicht. Ich hätte drauf spekuliert, dass wir vielleicht zu der Schützenratte dahin kommen. Aber das haut leider nicht hin. Aber er kann ja schon mal hier bei den nächsten Fässern warten, damit er die dann in der nächsten Runde gleich aufnimmt. 10 Fässer müssen wir insgesamt von da looten. Das ist nicht wenig. Yes! Erfolgreich! Okay. Dann nimm du hier gleich mal Schwarzpulver auf. Hier haben wir ein Fass. New objectives added. Objectives updated. Objectives updated. Okay. 1 von 10 hätten wir schon mal.
So, und du versuchst jetzt nochmal einen gezielten Schuss. Oh, 60% nur noch. Was ist denn jetzt los? Mehr als 60 werden es gerade auch nicht mehr. Naja, dann versuch's mit 60. Whatever. Hey, na immerhin. Der ist schon gut geschwächt zum Glück. Ich weiß halt wirklich nicht genau, wie die Regeln sind, ab wann die Ratten Nachschub bekommen. Ich hoffe, dass ich wenigstens ein bisschen, ne? Wenigstens ein bisschen. Dass sie ein bisschen nett sind. Und mir nicht jetzt sofort neue Gegner entgegenwerfen, sobald die hier tot sind. Objectives updated. Ich glaube, ich verwickel den jetzt nochmal in den Nahkampf hier, dem Fernkämpfer. Das mag der bestimmt nicht gerne. Und der ist fast besiegt. Leider eben nur fast. Ich hoffe, unsere Fernkämpfer können das in der Runde noch richten. Parierhaltung. Oder er macht einen Nahkampfangriff und mein Held pariert. Das wäre natürlich super, wenn das der Zakorak hinkriegen würde. Die Stunde der Wahrheit. Was macht er da? Ich habe Angst. Er macht verdorren. Er wechselt die Waffe. Oh, er haut zum Glück daneben. Ich weiß nicht, was verdorren heißt. Ach, Mann, ey. Ich kann jetzt auch wieder nicht nachsehen. Da hat das Spiel ein bisschen Schwächen, wenn es darum geht, einzusehen, was überhaupt genau so los ist eigentlich. Mit Charakteren, die gerade nicht am Zug sind, kann man eigentlich kaum nachsehen, was los ist. Oh, ich muss eigentlich echt mit ihm aufpassen, wenn der bei einem unglücklichen Kletterwurf mal abstürzt. Könnte das schon das Ende für ihn sein. Ich meine, könnte wirklich sein. Ziemlich doof. Na, der kommt leider nicht zur Ratte. Schade. Dann bleib hier drin und hol dir von da hinten irgendwo. Aber warte mal. Jetzt muss ich nochmal was versuchen. Wenn ich den Punkt nochmal nehme, könnte ich vielleicht so knapp oben ums Eck gehen, dass ich nicht einen zusätzlichen Aktionspunkt brauche. Guck, die Linie wird es hergeben. Könnten wir das Bewegungssystem ein bisschen ausnutzen? Ah ja, hat echt funktioniert. Und jetzt könnten wir... Ach komm, noch ein kleines Stück. Wir können uns hier nicht durchquetschen. Ach, so ärgerlich, oder? So ärgerlich. Schon nervig. Egal, dann gehen wir doch wieder zurück. Wo war unser letzter Bewegungspunkt? Den müssen wir wieder einsammeln. Wie bin ich denn gelaufen? Ich finde ihn nicht mehr. Jetzt kenne ich mich nicht mehr aus. Egal, dann bleibt er halt hier. Dann nimm du die Fässer. Lass dich halt nicht von der bösen Ratte beißen, bitte. Ein Fass. Gut, der kann auch nur noch eins tragen. Da habe ich gar nicht dran gedacht, aber das haben wir. Überfallmodus, warum nicht? Falls er sich löst und weglaufen will, bewacht er hier wenigstens. So. Der hat auch so wenig Bewegungspunkte. Der kommt auch nicht hin. Und vor allem kommt er wahrscheinlich auch hier nicht vorbei, weil hier alles zu dicht aneinander steht. Das ist so doof. So doof. Dann nimm du die Fässer hier. Auch nur eins. Wo sind denn die ganzen Fässer? Gibt's doch nicht. Wir haben erst drei aufgesammelt. Angeblich schon sieben gefunden. Huh. Ah, dich kann ich jetzt genau brauchen. Du bist jetzt der Einzige, der hier in der Situation ein bisschen helfen kann. Jetzt wartet mal. Keine Aktion verfügbar? What? Ach so, war ja. Jetzt passt schon. Befehl! Genau. Ah, no way. So ein Mist. Ach, Mann, ey. Das nervt. Was? Der hat 78% Parierhaltung, der Kerl. Der ist verrückt. Voll großartig. Den kann ich echt in den Nahkampf schicken. Wie gesagt, riskant. Wenn er stirbt, ist alles aus. Sofort. Aber der darf halt nicht sterben. Hey, hier können wir plündern. Ich lasse ihn mal hier plündern. Was kriegen wir? Klebriger Schlick. Ein Trank. Klingt total super.
Bewegungsreichweite um 2 Meter erhöht, die Strategiepunkte um 1 und die Ausweichchance um 10 reduziert. Ach so. Reduziert. Nimm das mal mit. Was weißt du nicht? Und bleib mal hier. Hä? 1% Trefferchance? Warum so wenig? Hier hinten sind es wenigstens 15. 1%. Nur besser als 15 wird es wohl nicht, weil der so gut in Deckung steht, angeblich. Aber guckt euch mal, wo ist denn das Deckung? Ah, ich muss ein paar Bewegungspunkte wieder sammeln. Okay, dann können wir nämlich immerhin gezielt schießen. 35%, versuchen wir es. Könnte ein billiger Abstauber werden. Schade, hätte ja sein können. Also nachladen und warten. Nee, brauchen wir nicht. Komm, Zug beenden. So, einen Schützen haben wir noch. Jetzt kommt das Schießpulver. Kerl. Markus, der Profi. Mal schauen, ob es der hinkriegt. Nachladen. Ein gezielter Schuss. Und dann hoffentlich... 20% nur. Finde ich bescheuert. Habe ich befürchtet. Da kann man nichts machen. Schade, ich dachte wirklich, wir kriegen den noch weg, bevor der wieder drankommt. Aber ich glaube, jetzt darf er vor irgendjemanden von uns, der nützlich wäre. Das heißt, wieder ein potenzieller Treffer für unseren Anführer, was echt nervig und blöd ist. Ach, come on, das ist echt blöd. Ja, und den kriegt er auch noch. Ach, come on, so viel Pech. Ach nein, ey, das nervt. Jetzt sind unser Anführer und unser Held schwer verwundet. Das heißt, die beiden können wir jetzt im Grunde nicht mehr einsetzen. Okay, macht nichts. Jetzt ist er weg, immerhin. Das heißt, wir haben hier am Anfang die wichtigsten mal besiegt. Wir müssen jetzt auch die Folge mal hier mittendrin beenden, weil wir sind super duper mega tief in der Zeit schon. Leute, danke fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ihr kommunizieren wollt auf direkten Weg, schaut am besten im Discord-Chat vorbei. Und wenn ihr das Projekt Landsquid Birdwriter unterstützen wollt, das könnt ihr schon mit einem winzigen Betrag im Monat, weniger als 1 Euro, ab dann kriegt ihr schon Bonis als kleines Dankeschön von mir. Schaut es euch mal an, Links findet ihr im Infokasten und sowieso überall. Würde mich sehr freuen und hoffentlich seid ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei.